Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jungbrutal gut aussehende Box von Kollega und Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jungbrutal gut aussehend aus dem Jahr 2009, das Ganze in der limitierten Steelbox. Meiner Meinung nach eine der seltensten oder mittlerweile auch teuersten Boxen, die es im deutschen Rap gibt. Das Ganze auf 1500 Stück damals limitiert gewesen. So sieht das aus. Wir haben hier eine Steelbox in Rot und Schwarz gehalten. Farid zur Linken, Kollega zur Rechten. Mit Pusher Baseballschläger hier abgebildet. Kollega Farid Bang, Jungbrutal gut aussehend, lesen wir hier. Und oben rechts das Logo von Selfmade Records. Das Ganze ja damals über Selfmade erschienen. Und wie man es damals so getragen hat, hatten die beiden überall auf jedem ihrer Pressefotos auch die Pusher-Anzüge an, in Schwarz und Rot. Auf der linken Seite lesen wir Jungbrutal gut aussehend, Kollege Farid Bang. Unterseite Selfmade Records. Rechte Seite nochmals Kollege Farid Bang, Jungbrutal gut aussehend. Und auf der Oberseite lesen wir Selfmade Records, Kollege und Farid Bang, Jungbrutal gut aussehend 2009. Dann haben wir auf der Rückseite groß abgebildet die beiden Gesichter der beiden Interpreten. Und dann haben wir hier limitierte Steelbox Edition durchnummeriert. In meinem Fall ist das die 1175. Schon etwas, ja, haben wir hier schon ein paar Verbrauchserscheinungen. Speziell der erste Einser ist etwas angeschlagen. Und hier unten haben wir noch die Credits zum Album und einen Barcode. Gut. Wir kommen zum Inhalt. Das Ganze geht auf zwei Seiten auf. Einmal haben wir hier das Album an sich, Jungbrutal gut aussehend. So sieht das aus. In der Innenseite haben wir hier das Logo von Selfmade Records einmal groß abgebildet. Selfmade Records darunter stehend. Hier drinnen lesen wir Kollege Farid Bang, Jungbrutal gut aussehend. Und wir haben hier so einen Plastikeinleger. Ja, der ist hier in der Mitte befestigt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ja, also hier in der Mitte ist der angeklebt, also man kann ihn hier teilweise hinausheben, aber ich werde ihn jetzt mal drinnen lassen und diesen Kleber da jetzt nicht, strapazieren. Viel mehr gibt es jetzt auch nicht zu sehen. Und auf der Rückseite kann man das Ganze ebenfalls aufmachen und hier ist dann der weitere Inhalt verpackt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt. Die Bonus-CD mit dem Bonustrack Miami Vice. Eine signierte Autogrammkarte. Dann haben wir Selfmade Records Merchandise und einen Gutscheincode im Selfmade Records Shop. Also so einen kleinen Infoflyer. Und dann haben wir ein Poster. Hier in Silber gehalten, beziehungsweise in Rot. Machen wir mal wieder zu. Und dann starten wir mal mit dem Album. Jungbrutal, gut aussehend von Kollega und Farid Bang. Lang, lang ist es her, also mittlerweile knapp 9 Jahre. Im Jahr 2009 erschienen. Danach ja auch leider indiziert worden und dementsprechend auch nicht mehr allzu einfach erhältlich. Auf der linken Seite haben wir nichts, also die Rückseite hier ist wirklich glatt schwarz. Und dann haben wir hier die Tracklist, 15 Stück an der Zahl, 14 davon Solo-Tracks, und also Solo-Tracks, Collabo-Tracks, aber ohne Feature. Und Track Nummer 13 ist der einzige Track mit einem Feature-Part, nämlich ist das in diesem Fall Billy 13, die meines Wissens damals noch bei Erst guter Junge war. Gut, dann haben wir hier einen Barcode und sonstige Credits zum Album. Pusher natürlich hier immer präsent. So sieht das Ganze dann aus. Wir werden mal einen Blick in das Booklet werfen. Cover kennen wir. Also, hier haben wir die beiden Herren.
Kollege auch wieder komplett in Pusher, Pusher Trainingshose und Pusher Shirt, Pusher Baseballschläger und Farid in einem der klassischen Pusher Anzüge, Pusher Suits. Also wir haben hier die einzelnen Tracks inklusive der Informationen, wer daran beteiligt war. Also wer hat den Beat produziert, wer hat das gemischt, wer hat die Texte geschrieben etc. Dieses Design zieht sich jetzt durchs Album durch, also durchs Booklet. Immer natürlich dabei die Aufnahmen der beiden Herren, die hier alle möglichen Pusher-Produkte in Szene setzen. Kollege, der Boss, damals noch mit voluminös gegelter Haarpracht und noch relativ wenig Bart, wenn man ihn sich heute ansieht. Heute ausschließlich mit Vollbart unterwegs. So sah das damals aus. Dann haben wir hier einen Dobermann mit Pusher-Halstuch. Farid hält ihn an der Leine. Merchandise von Selfmade Records. Und natürlich Pusher Apparel. Farid Bang, Shorts, also so Danksagung. Kollege, relativ kurz gehalten im Gegensatz zu Farid. Kollege schreibt hier, Grüße gehen raus an meine gesamte Familie, meine Freunde und an alle, die in irgendeiner Weise an diesem Release mitgearbeitet haben. Die von Farid dann doch deutlich länger. Selfmade Records grüßt und Special Thanks. Gut, dann haben wir hier noch zum Abschluss ein paar Credits. Und dann kommen wir zur CD. Die CD sieht so aus, in schwarz, rot und weiß gehalten. Wesentlich jung, brutal, gut aussehend. So sieht das aus. Und auf der Rückseite auch hier wieder in dieser zerkratzten Optik das Selfmade Records Logo. Dann haben wir einen zusätzlichen Tonträger, die Bonus-CD, diese mit einem einzigen Track, nämlich Miami Weiß. Keine Tracklist vorhanden auf der Rückseite. So sieht die CD aus, schlicht in schwarz und weiß gehalten. Miami Weiß, Kollege und Farid Bang, Limited Edition. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Auf dieser haben beide Herren unterschrieben, links Kollege, rechts Farid. Rückseite blank weiß. Daneben, auch wenn ich es wirklich als Boxinhalt empfinde, aber hier eben dieser Flyer mit dem Gutscheincode auf den Selfmade Records Shop. Ist natürlich die Frage, ob der jetzt noch funktioniert, keine Ahnung. Könnt ihr natürlich probieren, ob der sich gehalten hat, die 9 Jahre jetzt. Den könnt ihr natürlich gerne einlösen. Dann haben wir ein Poster, dieses im Hochformat, oben lesen wir Selfmade Records präsentiert, dann haben wir rechts oben Kollege abgebildet, links unten Farid, beide mit Baseballschläger und in der Mitte lesen wir groß Kollege Farid Bang, jung, brutal, gut aussehend und rechts unten im Eck dann noch das Logo von Selfmade Records. Rückseite blank weiß, also einseitig bedruckt das Ganze im Hochformat. Und wie so oft in solchen Deluxe-Boxen haben wir als letzten Boxinhalt noch ein Textil, in diesem Fall ein T-Shirt. Das sieht so aus. Jung, brutal, gut aussehend. Kollege Farid Bang lesen wir hier. Und dann haben wir hier diverse Waffen abgebildet. Also einen Schlagring, aber es sind dann hauptsächlich solche Nagelkeulen bzw. Baseballschläger, die hier mit Nägeln durchbohrt wurden. Auf der Rückseite, was auch sonst, haben wir einen Neckprint, Pusher Apparel steht hier. Das Ganze ist auch ein Pusher Shirt in der Größe L. 100% Baumwolle. Und jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier einen Zettel vorfinden, wo das Ganze hergestellt wurde, aber ich befürchte mal, nein. Gibt es nichts zu finden. Gut, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das T-Shirt aussieht.
Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit dem weißen und roten Aufdruck. In weiß hier diese Baseballschläger, diese Nagelkeulen und in rot dann der Schriftzug Kollega Farid Bang. Jung, brutal, gut aussehend. Meiner Meinung nach sehr gelungenes T-Shirt. Alleine schon von der Farbkombination schwarz, rot und weiß sehr, sehr gut gemacht. Und alleine schon aus Nostalgiegründen auf jeden Fall ein T-Shirt, das man anziehen kann. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, die Autogrammkarte unterschrieben von beiden Interpreten, die Bonus-CD mit dem Track Miami Vice in der Papphülle, das Album an sich, jung, brutal, gut aussehend, im Jewel Case und dieses Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Das alles in dieser wunderbaren Box, jung, brutal, gut aussehend von Kollega und Farid Bang. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kollega und Farid Bang unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.